So, da, wir haben die nächste Session kurz vor uns, 11:29 Uhr. Ich glaube, der Frank ist auch schon herinnen, zumindest habe ich ihn schon gesehen. Bei der nächsten Session, die der Frank Engelt uns präsentieren wird, Frank Engelt ist von der Softway, kennen wahrscheinlich einige, das ist so Subscript, Smart und Formulare, in dem Zusammenhang hat man sicher schon gehört davon. Der wird uns heute aber nichts über Formulare erzählen, außer vielleicht später Meet the Speaker, sondern ein bisschen was über Testdatencontainer, das ergänzt eigentlich die Beiträge, die wir jetzt zuerst gehabt haben. Der Titel ist Testdatencontainer für Entwicklertests und dynamisch wachsende Unit-Tests. Also bin auch schon sehr gespannt, Frank. Ich glaube, du bist da, du kannst deinen Monitor teilen, deinen Kamera teilen und Ja. Schirm teilen. Jetzt höre ich dich schon. Hallo, Servus. Perfekt, alles da. Ja, vielen Dank noch einmal für deinen Vortrag auch und ich würde sagen, 11:30 Uhr. Die Bühne gehört dir. Vielen Dank. Okay, vielen Dank, Johann. Ich werde auch ein bisschen was über Formulare erzählen, aber das ist noch ganz am Rande. Wir wollen ja letztendlich über das Thema Entwicklertests und Unit-Tests will ich sprechen, anhand von praktischen Beispielen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen neidisch, wenn ich die Vorträge vorher angeguckt habe, was mittlerweile alles so möglich ist. Und meine Beispiele beziehen sich eher so auf NetWeaver Release 7.31, 7.40, was aber vielleicht auch wiederum für viele Kollegen interessant ist, weil ja nicht jeder auf dem neuesten Zeug, bei den neuesten Zeugen mitreitet, vermutlich. Ich will gleich mal mit einem Tipp beginnen. Und zwar einem Tipp, der nennt sich: Testen Sie Ihre Software, sonst tun es Ihre Anwender. Diesen Tipp habe ich wahrscheinlich so vor über 20 Jahren irgendwo mal, also nicht nur irgendwo, sondern in dem Buch Der pragmatische Programmierer gelesen, aufgeschnappt, und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst damals, als ich das gelesen habe, weil mir damals so richtig bewusst nochmal wurde, es geht nicht darum zu programmieren und irgendwie selber da durchzublicken, sondern letztendlich gibt es Anwender, die letztendlich die Software verwenden wollen und die natürlich dann spätestens in der Produktion ja auch nochmal testen. Buch kann ich natürlich empfehlen, ist aus dem Jahr 2000, meine ich. So, also mein Name ist Frank Engert. Ich bin CEO der Software AG und leidenschaftlicher ABAP-Entwickler. Und das Ziel heute mit meinem Vortrag ist es, euch ABAP-Entwickler auch fürs Testen zu begeistern, weil ich kann sagen, ich bin begeistert und mache das Ganze auch schon relativ lang. Und ist auch gleich die Frage, warum meine ich jetzt, dass ich der Richtige für diesen Vortrag bin? Und zwar deswegen, da ich seit über 26 Jahren Erfahrung in der ABAP-Entwicklung habe, als Coach, als Projektleiter und seit mehr als 15 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema ABAP-Unit-Tests. Letztendlich war der Weg, um dahin zu kommen, wo wir heute stehen, ja, wie so oft ein relativ langer Weg. Der Timo hat es vorhin auch in seinem Vortrag erwähnt. Es funktioniert nicht immer gleich alles von Anfang an. Man muss einige, ja, Wege gehen. Und die größte Herausforderung für mich auf diesem Weg war Abhängigkeiten. Thema Testdatencontainer, kommen wir nachher dazu. Abhängigkeiten hindern einen immer wieder, seine Software ordentlich testen zu können. Letztendlich, die ganze Reise auf dem Weg, wo wir jetzt heute stehen, bestand teilweise eben auch aus Dependency Injection, hartcodierte Werte im Coding und Copy and Paste, werde ich nachher auch ein Beispiel zeigen. Mittlerweile sind wir bei Software so weit, dass wir zwei Dinge mit den Testdatencontainern machen können. Einmal ist es, dass wir unser Add-on für customizbare Formulare, da taucht jetzt das Wort Formulare tatsächlich mal auf, mittlerweile mit Testdaten ausliefern. Und zweitens, dass wir unsere Unit-Tests automatisiert laufen lassen können mit Testdaten aus Testdatencontainern, und zwar jede Nacht. Zeige ich nachher am Ende der Präsentation noch einen Tipp dazu. Kurz ein paar Fakten zur Software AG. Ja, wir hatten dieses Jahr 34-jähriges Jubiläum und es gibt schon relativ lang. Wir sind so circa 40 Mitarbeiter und kommen aus dem Fränkischen, wie man vielleicht an dem rollenden R
hören kann. Kirchheid bei Bamberg in Nordbayern. Kurz zur Agenda. Ich werde was über Testdatencontainer erzählen, also im Detail, was der Timo vorhin nur angerissen hat, werde ich jetzt ein bisschen im Detail zeigen. Dann werde ich die Verwendung für Entwicklertests schildern und die Verwendung in Unit-Tests. Was ist nochmal das Problem? Also warum habe ich mich überhaupt so lange damit beschäftigt? Schauen wir uns mal eine klassische Drei-System-Landschaft an. Entwicklung, Test, Produktiv. Wir Entwickler sind natürlich zuerst immer auf dem Entwicklungssystem unterwegs. Welches Problem haben wir da? Keine, wenig oder unbrauchbare Testdaten. Und selbst wenn es Testdaten gibt, müssen wir die natürlich erstmal finden. Und selbst wenn es die gibt, wenn es dann heißt, wir brauchen jetzt mal eine neue Rechnung zum Beispiel, dann sagt vielleicht ein Fachexperte, ja okay, mache ich. Nach 2 Tagen meldet er sich zurück und sagt, es ist unmöglich. Die Stammdaten passen einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Also das ist einmal das Problem, was, denke ich, jeder von euch kennt. Eine besondere Herausforderung für uns als Add-on-Lieferant ist natürlich noch, wenn wir unsere Software ausliefern. Da haben wir natürlich das gleiche Problem. Hier jetzt rechts wieder die gleiche Systemlandschaft. So die Grenze ist quasi, wo wir dann ins Spiel kommen. Wir haben ein Delivery-System. Davor natürlich auch noch eine Systemlandschaft mit Entwicklung, Test. Irgendwann landen die Sachen hier und wir machen eine Auslieferung zum Kunden. Wir schicken Transporte zum Beispiel. Der Kunde spielt die Transporte ein, alles fehlerfrei. Und jetzt würden wir natürlich einmal gern einen Test machen, funktioniert das auch wirklich? Oder in einem Kickoff zum Beispiel zeigen, schaut her, so sehen eure Formulare jetzt schon mal aus, durch unsere Templates, habt ihr gleich einen Erfolg. Hängt halt in der Regel daran, ob ich denn zum Beispiel Rechnungsdaten im Entwicklungssystem habe. Und ich kann aus Erfahrung sagen, teilweise gibt es überhaupt keine Rechnungen. Die Tabelle VBRK ist leer. Also, gleiches Problem, keine wenig oder unbrauchbare Testdaten. Mittlerweile liefern wir aber Testdaten mit aus. Das heißt, in diesen Transporten, wo die ganzen Workbench-Objekte, Customizing und so weiter drin ist, sind auch Testdatencontainer dabei, in denen Testdaten liegen. Und wir können über ein spezielles Programm sagen, so und jetzt zeigen wir euch mal, wie das Formular auf eurem System jetzt aussieht. Zeige ich kurz ein Beispiel dazu, wie das Ganze aussieht. Das ist das Programm. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Auftragsbestätigung, V1 Order, das ist das Formular. Und wir können über das Programm einen Testdatencontainer angeben mit einer Variante. Zeige ich gleich noch, wie das im Detail aufgebaut ist. Und dann kann ich das Ganze ausführen und ich habe sofort einen Erfolg. Ich sehe eine Auftragsbestätigung, so wie wir es auf unserem System mal eingestellt haben, auf dem Kundensystem allerdings. So, und jetzt kann ich natürlich schon mal hergehen und sagen, okay, das Layout, liebe Software, unser sieht einfach anders aus, ja. Dann kann ich hergehen, Anpassungen machen, im Entwicklungssystem natürlich. Ich kann ja Positionen und so weiter ändern in dem Formular und ich kann vielleicht auch schon zusätzliche Datenbeschaffungen, die wir nicht da drin haben, entwickeln und dann auch gleich testen. Und ich muss noch nicht ins Testsystem transportieren. Mittlerweile liefern wir, ich glaube, es sind 42 verschiedene Varianten mit aus. Das heißt, jedes Formular, in dem Fall diese Order, hat 3 verschiedene Varianten, wo verschiedene Testfälle abgelegt sind, auch mal mit Seitenumbruch und solche Dinge. Kommen wir zu den Testdatencontainern. Wie sind Testdatencontainer aufgebaut? Dazu gehen wir in die Transaktion SE-CAT. Also wir sind da im Standard erstmal, kennen wahrscheinlich die meisten CAT-Abläufe. Ein Punkt davon sind die Testdatencontainer. So, der erste Screenshot. Wir sehen jetzt hier, wir haben vorher schon auf dem Reiter Parameter definiert, welche Parameter gibt es denn in unserem Test, in unserem Testdatencontainer. Und wir haben jetzt hier 2 Testfälle abgelegt. Der Testfall 1, der ist sogar mit Remote-Daten gefüllt. Also da habe ich aus einem anderen System Daten in das aktuelle System rübergeholt. Zeige ich auch gleich noch was dazu. Und der andere Beleg, der andere Auftrag, der ist halt aus dem aktuellen System.
Dann machen wir einen Klick auf die Struktur GS-Output, was eine tiefe Struktur ist. Das sehen wir jetzt hier gleich. Das ist eine tiefe Struktur mit ganz vielen weiteren Strukturen, aber auch mit Tabellen. Zum Beispiel hier die Tabelle Infobox hat viele Einträge oder kann viele Einträge haben. Ich klicke mich da durch, bis ich hier irgendwann auf der Struktur für die Feldbezeichnung bin, also Auftragsnummer, das ist hier Label, und der Value, also der Wert, der ausgegeben werden soll, ist diese Nummer. Ich klicke da drauf und bin jetzt hier im Änderungsmodus. Das heißt, ich kann hier in dem Testdatencontainer eine längere Beschriftung vergeben, Auftragsnummer zum Beispiel ausgeschrieben, einen längeren Wert, der vielleicht 12-stellig ist, und gucken, wie sieht es auf meinem Formular aus. Dann speichere ich das Ganze und kann testen. Dann hier ein ganz wichtiger Tipp. Um per API auf diesen Testdatencontainer zuzugreifen, muss dieses Flag API-Zugriff erlaubt sitzen. Da kann man natürlich drüber stolpern, ist relativ versteckt unter Attribute, Einschränkungen, API-Zugriff erlaubt. Mache ich das nicht, kriege ich halt eine Exception von der Methode zurück. Also das ist quasi die Voraussetzung, dass ich es in meinem Programm verwenden kann. So, wie kann ich jetzt diese Testdatencontainer für Entwicklertests verwenden? Und jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Ich komme in ein neues Projekt und in diesem neuen Projekt geht es um ein Vorhaben, was so speziell ist, dass nicht mal die Fachexperten beim Kunden wissen, welche Einstellungen im SAP getätigt werden müssen. Also welches Customizing ist relevant, welche Stammdaten müssen wie eingestellt werden und welche Belegkette liegt da vielleicht dahinter. Nur eins ist klar, der Go-Live-Termin, wie so oft. Also wir wissen, in 3 Monaten müssen wir live gehen und du als Entwickler bist jetzt derjenige, der eine Logik implementieren soll, die eben auch ziemlich speziell ist. In genau dieser Situation war ich vor ein paar Jahren auch. Und damals dachte ich mir, wie kommst du da jetzt wieder raus? Also wie schaffst du es, Dinge in deinem Programm zu berücksichtigen, letztendlich die richtigen Tabellen zu selektieren und ja, Berechnungen anzustellen, wenn du keine Testdaten hast? Weil eins war von vornherein sowieso klar, auf dem Entwicklungssystem wird keiner die Stammdaten so präparieren, dass die Tests funktionieren. Was ich aber wusste, war, dass gewisse Tabellen eine Rolle spielen, die in dem Fall gefüllt werden müssen durch die Fachanwendungen. Und dabei, also es gab viele Abhängigkeiten, da sind wir wieder bei dem Thema Abhängigkeiten, also Customizing, Stammdaten, dann ging es um Materialbestände, WM-Transportaufträge, Planaufträge im PP, also das war sehr vielfältig. Und eins muss ich sagen, der Testdatencontainer hat mir damals gefühlt das Leben gerettet. Also dadurch wurde vieles einfacher. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, was vorhin der Timo auch erzählt hat. Es ist mühsam, ja. Es ist mühsam, sich so einen Testdatencontainer so aufzubauen, dass am Ende alles passt. Aber wenn man das dann soweit hat, dann gibt es bei jedem Mal Debugging oder bei jedem Test hat man so eine Art Glücksgefühl, weil man dann sieht, okay, ich habe hier ein Erfolgserlebnis und das im Entwicklungssystem. Ich habe vielleicht auch Fehler in meinem Code aufdecken können, weil ich bei einer Berechnung statt Plus Minus gemacht habe. Schauen wir uns das mal im Detail an, diesen PP-Report. So ungefähr sah das Selektionsbild von dem Report aus. Dieser Report läuft in der Produktion alle 15 Minuten und tut halt Bestände analysieren und irgendwelche Aktionen dann daraus ableiten. Also es werden auch tatsächlich Daten gebucht am Ende. Der Report hatte dann letztendlich auch so eine ALV-Funktion, um das Ergebnis zu visualisieren, was auch relativ komplex war, wo ich oder auch die Fachexperten sehen konnten, was würde das System jetzt tun? Also was für Tests eigentlich sehr wertvoll war. Den Bereich, den wir jetzt da unten sehen, wo der Pfeil auch hinzeigt, der ist natürlich nur für Entwickler gedacht. Das heißt, man setzt einen Systemparameter, den man natürlich wissen muss, in seinem Benutzerstamm und schon ist dieser Bereich eingabebereit. Und dann kann ich eben sagen, okay, ich will jetzt Testdaten verwenden aus dem Testdatencontainer mit der Variante. Und natürlich muss ich mein Programm dann so aufbauen, dass es
ich habe ja vorhin gesagt, wir sind auf 47, war das in dem Fall unterwegs. Da gibt es diese Select-Mock noch nicht. Also muss ich mein Programm so aufbauen, dass die Datenbank-Select so gekapselt sind, dass ich sie quasi zur Laufzeit faken kann. Also ich habe quasi, ich erzeuge mir eine Fake-Instanz. Zeige ich gleich anhand von Coding, wie das im Detail funktioniert. Schauen wir uns erstmal den TDC, also den Testdatencontainer an, wie denn die Tabellen da abgelegt sind. Nicht erschrecken, es wird jetzt ein bisschen viel. Und das Ganze ging, glaube ich, rechts noch weiter. Beispielhaft schauen wir uns mal die Tabelle MARD an. Das ist da, wo die 1 und der Pfeil hin zeigt. Wir sehen zum Beispiel hier auch, vielleicht kennst du ein oder andere, Transportbedarfe, wir haben Transportaufträge, wir haben die MARA natürlich, wir haben Planaufträge aus dem PP, ich glaube hier PKHD sind Kanbans und ein paar Customizing-Tabellen waren noch dabei. Dies muss man sich natürlich alles erstmal zusammenbauen und in dem Fall gibt es jetzt zwei verschiedene Varianten. Einmal den sogenannten Initiallauf und dann den Verrechnungslauf. Beides ist im Coding irgendwo, findet sich das dann wieder. So, schauen wir mal genauer die Tabelle MARD an. Ich habe damals eben ja, gewisse Einträge hier angenommen mit verschiedenen Materialnummern aus verschiedenen Lagerorten. Zum Beispiel, wenn wir mal die Zeile 1 angucken, wir haben den Lagerbestand von 30, also Lapsed Lagerbestand, im Deutschen immer gut zu merken. SPME ist, glaube ich, der Sperrbestand 2. Und so kann ich eben anhand dieser Werte mein Programm debuggen, so als ob sie auf der Datenbank stehen. Das Ganze funktioniert natürlich eben nur, wenn ich mein Coding entsprechend anlege. Und da verweise ich jetzt zum Beispiel mal auf solche Sachen wie Separation of Concerns. Also was ist denn der Zweck meiner Anwendung? Und so haben wir halt die Datenbankschicht komplett von der Berechnungslogik trennen müssen, was aber letztendlich auch ein guter Programmieransatz oder eine gute Architektur des Programms meiner Meinung nach ausmacht. Ich zäume jetzt das Pferd mal von hinten auf, deswegen steht hier die 5. Also, wir haben hier den Select, der läuft produktiv. Also wenn ich jetzt das Programm normalerweise läuft, dann macht es natürlich den Select auf die MAD und holt sich die entsprechenden Lagerbestände dort ab. Das ist aber nicht das, was ich für den Unit-Test oder für den Entwicklertest brauche. Wir sind hier ja immer noch bei Entwicklertests. Für den Entwicklertest muss ich jetzt die Daten natürlich aus dem Testdatencontainer rausholen. Das geht mit der Methode getValues by Param. Gehört zu dieser API dazu. Und wenn ich mal einen Schritt weitergehe, sehen wir jetzt hier in der Methode CalculateStock hier unten nur den Aufruf getMAD. Und wir haben hier ein sogenanntes DAR-Objekt, kennen vielleicht viele, Data Access Object. Also das ist sozusagen die Datenbankschicht, die ich jetzt einmal natürlich mit der echten Schicht laufen lassen kann, also mit der tatsächlichen Datenbank, oder halt mit meinem Fake-Objekt. Für diese Methode CalculateStock ist es ja völlig Wurst, wo die Daten herkommen. So, und Vollständigkeit halber hier noch, wie erzeuge ich mir das Ganze jetzt? Ich erzeuge quasi in Schritt 1 eigentlich, wird irgendwo in meinem Testumfeld die Methode setInstance aufgerufen. Das heißt, ich schiebe ihm mal das Objekt unter und hier unten beim getInstance weiß dann das System, aha, ich habe ja schon eine Datenbankschicht, okay, dann nehme ich die gleich mal. Ne? Im produktiven Fall wird er natürlich hier unten immer reinlaufen, damit die echte Zugriffsschicht sozusagen ermittelt wird. So, nochmal zurück zu diesem Report. Was ist damit möglich? Also ich kann jetzt im Entwicklungssystem debuggen. Und ich bin eigentlich ein Verfechter davon, dass Programmieren und Debuggen zusammengehören. Also jede Zeile Code, die ich schreibe, muss ich auch debuggen können. Das kann ich aber nur, wenn ich Testdaten habe. Also Stichwort hier, wenn ich auch Lagerortbestände habe. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit Schattenboxen. Wenn ich 5 Jahre lang Schattenboxen mache und dann auf einen echten Gegner treffe, dann wird er mich wahrscheinlich umhauen. Und so ähnlich ist es hier. Also nur kodieren und dann darauf zu hoffen, dass es funktioniert, wird auch nicht funktionieren. Und ein Transport ins Testsystem,
Gut, Transport, Stichwort Transport of Copies, kann auch relativ schnell gehen, aber bei manchen Kunden brauche ich jemand anders, der den Transport durchführen kann. Deswegen wichtig, im Entwicklungssystem zu debuggen. So, meiner Meinung nach ist diese Vorgehensweise eine Frage der Einstellung. Es gibt ja das Wort mit M, also Mindset. Ich beschreibe es jetzt einfach mal mit Einstellung. Und zwar muss ich mir meiner Meinung nach von vornherein überlegen, als Entwickler, wie kann ich meine Anwendung testen und auch wie kann ich Teilfunktionen testen. Komme ich zu einem weiteren Tipp aus dem Buch Der pragmatische Programmierer. Entwerfen Sie fürs Testen. Also kalkuliert von vornherein mit ein, dass die Methode, die er schreibt, vielleicht auch ein Funktionsbaustein, der notwendig ist, wie kann ich den testen? Also eher den Blick von außen auf die Funktion werfen, wie auf die Details innen. Das ist natürlich auch wichtig, aber man muss es auch testen können. Kommen wir zur Testdaten-Container-API. Es gibt tatsächlich eine Klasse, die nennt sich auch API von SAP, die mir diese ganzen Dinge ermöglicht. Hier mal Screenshot aus der SE80. Die zwei gelb markierten sind jetzt die wichtigen Methoden. Wie kann ich denn jetzt einen Testdatencontainer per Coding anlegen? Dazu muss ich erstmal die Methode createTDC aufrufen, das ist die hier oben. Und die ermöglicht mir dann, also da kriege ich dann eine Instanz natürlich zurück, da kann ich dann Varianten anlegen, Parameter anlegen und ich kann auch in diese Varianten reinschreiben, also die Tabelleninhalte wie die MARD zum Beispiel. Und mit Commit Changes wird das Ganze dann sozusagen persistiert. Und da habe ich meinen Testdatencontainer. Ich kann den natürlich auch manuell anlegen, vollkommen klar. Das habe ich gemacht in dem Beispiel oben. Ich kann es aber auch automatisiert machen. Sehen wir nachher. Zum Auslesen brauche ich dann die Methode getInstance. Und die ermöglicht mir dann eben eine Liste aller Varianten anzuzeigen oder ganz unten auch den Variant-Content, damit ich eben an die Werte rankomme, also an die Lagerortbestände letztendlich. Und hier nochmal der Hinweis, API-Zugriff erlauben. Also das ist jetzt eben essentiell, sonst kriege ich einfach eine Exception zurück. Wir haben ja vorhin schon mal gesehen, dass ich in dieser Variante Daten aus einem Remote-System hatte. Also es gibt auch die Möglichkeit, Testdatencontainer per RFC zu erstellen. Schauen wir uns nochmal das Bild hier an. Development, Test und Produktivsystem. Was ich jetzt machen kann, ich kann zum Beispiel in unserem Fall ein Formular auf dem Testsystem ausgeben und über einen bestimmten Parameter, auch wieder so ein User-Parameter, den man natürlich dann kennen muss, sagen, okay, diese Ausgabe oder die Daten, die zu dieser Ausgabe geführt haben, die will ich jetzt per RFC auf dem Entwicklungssystem speichern. Voraussetzung, klar, ich brauche eine RFC-Verbindung dahin, die mir das Ganze ermöglicht. Aber wir haben sozusagen eine Auswahl, mit der wir das machen können. Und dann brauchen wir natürlich diese createTDC-Methode. Das Ganze geht natürlich auf ein Produktivsystem, wenn man Berechtigung hat, wenn eine RFC-Verbindung besteht, völlig klar. Aber ich denke, ihr kennt es alle, es gibt immer wieder Probleme, die lassen sich nur mit den produktiven Daten oder mit Daten aus dem Testsystem nachstellen. Ich brauche es aber im Entwicklungssystem und da ist es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit dazu, das eben über RFC dann zu ermöglichen. Kommen wir mal zur Verwendung in Unit-Tests. Die Frage ist eher, wie läuft es denn ohne Unit-Tests? Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass die meisten ABAP-Entwickler keine Unit-Tests machen. Sie wissen vielleicht prinzipiell, wie es funktioniert, aber es werden keine gemacht, weil natürlich, wir haben es vorhin schon mal drüber gehabt, es ist ein gewisser Aufwand dahinter erstmal. Wenn es natürlich nicht geübt ist, braucht man umso länger. Was aber die Problematik einfach ist,
keiner traut sich dann irgendwie an bestehende Funktionen ran. Und je kritischer diese Funktionen sind, desto weniger traut man sich ran, weil man müsste ja theoretisch alle Testfälle nochmal durchexerzieren, also durchmachen, um zu gewährleisten, dass alles, was man ging, immer noch geht. Und das macht in der Regel keiner, also schon gar nicht ein Entwickler, weil ihr Entwickler, liebe Entwickler, sind ja in der Regel auch ein bisschen faul. Deswegen hier eigentlich der Aufruf, macht mehr Unit-Tests. Ich habe neulich ein YouTube-Video von einem Kollegen gesehen, der sich in der Java-Welt mit Unit-Tests beschäftigt. Und der hat eher dazu plädiert, weniger Unit-Tests zu machen, weil es in der Welt scheinbar mehr etabliert ist. Und er hat eher so die Wartungsaufwände, die mit Unit-Tests einhergehen, gesehen. Ich finde, wir sind im SAP noch lange nicht so weit, dass wir darüber diskutieren müssen, sondern es geht eher darum, die Techniken überhaupt erstmal ins Spiel zu bringen. Und ich glaube, Funktionalitäten, wie wir es in dem Vorgängervortrag gesehen haben, die werden dazu beitragen, hoffentlich, dass es sich mehr durchsetzt. Was ist überhaupt ein Unit-Test? Also die absoluten Basics werde ich jetzt auch nicht erwähnen, aber so könnte mal eine Ergebnisanzeige aussehen, wenn eben was nicht funktioniert. Hier umrahmt, wir erwarten eigentlich den Wert 12, es kommt aber 0 zurück. Hier geht es jetzt um eine Ermittlung von Perioden, werde ich gleich zeigen. Welche Ziele verfolgen wir bei Software mit Unit-Tests? Also ich denke, eine 100% Abdeckung wird wahrscheinlich keiner hinkriegen, dass jedes Stück Code, was er programmiert, auch mit Unit-Tests abgedeckt ist. Ich halte es aber für wichtig, kritische Funktionen zu testen. Also Funktionen, die essentiell sind, wo vielleicht auch ja, eine gewisse Komplexität drin steckt, wo es eben Schmerzen bereitet, bei Änderungen alles nochmal testen zu müssen. Dazu nachher nochmal ein Tipp am Ende der Präsentation, wie ich das Ganze dann automatisieren kann. Jeder Unit-Test folgt meiner Meinung nach einem gewissen Schema. Und dieses Schema kann man mit drei Worten ganz gut zusammenfassen. Given, when, then. Also was ist gegeben? Was sind meine Vorbedingungen? Wir erinnern uns an die MAD zum Beispiel. Wenn ist der Teil, der meine Funktionalität ausführt, also das, was ich eigentlich testen will. Und in Zen werden die, ja, das erwartete Ergebnis, was ich vielleicht aus dem Testdatencontainer auch hole, mit dem tatsächlichen Ergebnis aus dem Schritt Wenn verglichen. Und das zieht sich immer wieder durch. Das Ganze kommt so aus dem Bereich Specification by Example. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das bei Unit-Tests angewendet habe. Diese, nehmen wir es mal einfach erstmal Namenskonvention. Wir machen ein Beispiel, eine PDF-Ausgabe. Wir kommen ja aus dem Bereich Formulare. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Proforma-Rechnung, die drei Informationen beinhaltet. Rechnungsnummer, Kundennummer, Umsatzsteuer-ID. Wie kommt es zu der Ausgabe? Hier sehen wir mal unser Formular-Framework. Ich glaube, ich sitze mir erstens selber im Weg. Außerdem ist es vielleicht ein bisschen viel. Deswegen werde ich mal die Bereiche 1 und 2 ein bisschen größer noch darstellen. Was wir jetzt sehen, ist im oberen Bereich bei 1 die sogenannte Entscheidertabelle, wo zur Laufzeit ermittelt wird anhand der Rechnungsdaten in dem Fall, welcher Layout-Container, also auch der Container, aber diesmal geht es um Layout-Container, ermittelt werden soll. Das heißt, welche Informationen sollen denn tatsächlich in dieser Proforma-Rechnung gedruckt werden? In dem Beispiel landen wir dann bei dem Layout-Container V3 Proforma, sehen wir hier. Und hier unten können wir ablesen, dass es sich um drei Informationen handelt, die ausgegeben werden. Die drei da unten sind inaktiv, hier drüben haben wir noch eine Sortierung zum Beispiel. Hier kann man es jetzt sehen. Oder so. Genau, nochmal zur Erinnerung. So sieht letztendlich die Ausgabe dann aus. Und das ist für uns die kritische Funktion. Also wenn das nicht funktioniert, einmal die Anzeige dieser Tabelle, das, was wir jetzt oben sehen, das soll genau in der Reihenfolge sein, wie es am Ende geprüft wird. Und da folgen wir dem sogenannten Highlander-Prinzip. Ich denke, das kennen alle. Es kann nur einen geben. Also der Eintrag, der zuerst gefunden wird, von oben nach unten,
der soll dann auch verwendet werden und die Infos, die da drin stecken, sollen gedruckt werden. Und das ist die kritische Funktion und die haben wir durch Unit-Tests abgeprüft. Ich zeige euch den Testdatencontainer dazu. Das sind jetzt andere Daten, das sind angenommene Daten, aber wir sehen einmal unten die Layout-Container-Darstellung in unserem Customizing, also genau das, was wir gerade eigentlich optisch gesehen haben. Das ist unser erwartetes Ergebnis. Deswegen heißt das Ding Zen Layout-Definitionen. In Punkt 2 werden mit Given hier die gegebenen Werte, die ich jetzt einfach mal annehme, das steckt in meiner Rechnung drin, ne? Also VKORG 1000 und Buchungskreis 1000, das nehme ich an. Und wenn diese Bedingungen zutreffen, also diese Vorbedingungen mit der Casual ist die Nachrichtenart und der VB-Typ M ist die Proforma-Rechnung, dann soll er den Layout-Container ZUT Lay 04 finden. Das ist wiederum mein erwartetes Ergebnis, deswegen Zen Layout. Wie haben wir das Ganze gemacht? Wir haben in unserem Customizing diese ganzen Werte eingegeben und haben dann über einen Code-Schnipsel sozusagen den Layout-Container, den wir auf der linken Seite hinten sehen noch, automatisch befüllt mit diesen Create-Methoden. Machen wir mal noch ein einfaches Beispiel, jetzt bei der Runde auf Coding-Ebene. Bei einem Kunden haben wir im Bereich FI eine neue Funktionalität implementiert zum Erzeugen von Abgrenzungsbuchungen. Also damit eben Buchungen ins nächste Jahr übernommen werden, jetzt mal so vereinfacht gesagt. Da ist vielleicht nicht die kritischste, aber eine Funktion die Periodenermittlung, wo eben relevant ist, wie viele Perioden müssen eigentlich bebucht werden sozusagen. Wie teilen sich auch irgendwelche Beträge auf? Gehen wir mal nur auf die Periodenermittlung ein. Wie haben wir das Ganze gemacht? Wir haben uns mit dem Kunden erstmal hingesetzt, eine Excel-Tabelle erstellt, bestimmte Spalten definiert. Die weißen Spalten sind die sozusagen unsere vorgegebenen Werte und die grünen hinten, das ist das, was rauskommen soll. Machen wir mal ein Beispiel, wenn das Leistungsbeginn der 1.1. ist und das Leistungsende der 31.12., das Buchungsdatum der 10.1., dann ist bereits eine Periode richtig gebucht, nämlich der Januar, und es sollen 11 Perioden abgegrenzt werden. Hinten sind dann noch, das ist letztendlich für die Buchungstexte relevant, dass eben diese Abgrenzung dann von Februar bis Dezember gilt. So, und so gibt es halt verschiedene Testfälle, die man durchgegangen ist am Excel, was natürlich erstmal ganz einfach ist und auch, um das mit jemandem zu besprechen, eine einfache Lösung ist. Und man hat sich darauf geeinigt, jawohl, das ist unser erwartetes Ergebnis. Weil man sieht vielleicht an dem vierten Testfall, da ist es ein bisschen komplizierter. Wir haben den 10.5. bis 9.5. im Folgejahr. Dann war schon mal die Frage, sind es jetzt 11 oder 12 oder 13 Perioden? Man hat sich darauf geeinigt, es sind 12. Und auch hier wieder der erste Monat schon abgegrenzt, deswegen 11. So, das war die Ausgangsbasis. Jetzt schauen wir uns mal den Testdatencontainer an. Wenn man diese Namenskonvention verstanden hat mit dem Given, When und Send, kann man gleich sehen, aha, Given, das sind die Werte hier. Given Start, Given End, Given Posting Date. Ich blende mal noch die Excel-Tabelle ein, die wir gerade hatten. Also es sind genau die weißen Spalten. Die grünen Spalten wiederum finden wir dann mit Zen, also das erwartete Ergebnis. Wie ihr vielleicht sehen könnt, wir haben uns dann darauf geeinigt, da soll ein Punkt stehen statt ein Slash. Also haben wir das halt so übernommen. Kommen wir mal zur Abdeckungsmessung. Die Abdeckungsmessung ist eine echt coole Sache bei Unit-Tests. Ich kann mir quasi anzeigen lassen, wie viel Code wird denn jetzt durch meinen Unit-Test abgedeckt. Schauen wir uns das mal an im Detail. Für uns ist hier die Methode Calculate Periods eigentlich die kritische Methode. Wir werden gleich sehen, es ist nicht viel Coding. Trotzdem muss das funktionieren. Wir klicken drauf und sehen, aha, es ist alles grün. Das heißt, durch unseren Unit-Test oder durch unsere Tests, die da gelaufen sind, haben wir jede Code-Strecke durchlaufen. Und wir haben hier zumindest mal zwei Ifs, ein Else. Also ich muss da schon ein paar Testfälle eingeben, manuell eigentlich. Ne? Also wenn ich es manuell mache, um sicherzustellen, dass es geht. Und vor allem, wenn ich hier eine kleine Änderung mache, geht dann der Rest noch?
Wie war der Weg dahin? Zuerst mal ohne Testdatencontainer. Und das ist das, was ich vorhin mit Copy and Paste meinte. Man baut sich eine Methode, Calculate Periods 1 zum Beispiel, die dann das Unit Test Framework aufgreifen soll. Deswegen hier dieser For-Testing Zusatz. Und in der Methode sind dann die Werte reinprogrammiert. Hier vielleicht Wiedererkennung, ja, es sind die gleichen Werte. Hier ist jetzt der Warteergebnis 12, weil die totale Anzahl 12 ist. Die abzugrenzenden kommen weiter unten eigentlich, wären 11. So, und dann kopiert man, ändert immer die Werte ab. Ist natürlich mühsam. So, wie sieht jetzt der aktuelle Stand aus? Mal hier so die SE80-Ansicht von meiner Testklasse. Und das ist, finde ich, auch ein Riesenvorteil. Ich bin hier oben eigentlich in meiner echten Klasse, habe hier eine Testklasse und habe dadurch ja auch dokumentiert, wie meine Funktion aufzurufen ist. Von der Namenskonvention ist es jetzt so, diese Methode Period Test, die wird vom Unit Test Framework aufgegriffen und ich habe hier unten gleich sichtbar, deswegen das Unterstrich 1, Unterstrich 2 davor, given, when, then. Also was sind meine Vorbedingungen, was ist mein eigentlicher Test und was ist mein erwartetes Ergebnis? Klicken wir uns da mal eben durch. In der Periode Period Test werden quasi der Testdatencontainer einmal initialisiert, die ganzen Varianten geladen, die wir vorhin gesehen haben, und dann nacheinander abgearbeitet, hier in Execute-Test. In Execute-Test wiederum werden die drei Schritte aufgerufen, given, when, then. Und ich weiß eigentlich sofort, wo ich rein muss, wenn ich irgendwie ja, bei der Vorbedingung noch irgendwas hinzufüge zum Beispiel. Vielleicht mal hier ausgestanden allerdings, das geht auch alles in einem Zugriff. Aber ich glaube, der Dominik hat es heute Vormittag auch schon mal gesagt, also ich tue mir leichter, wenn das hier in drei Schritte aufgeteilt ist. Ja, es ist zwar schön, dass das so geht, aber auf einen Blick, ich finde, das tut die, ja, nicht unbedingt zur Lesbarkeit beitragen. Aber es geht natürlich. So, was steckt jetzt in dem Given-Teil drin, in der Given-Methode? Hier werden die Vorbedingungen ermittelt, also given start, given end, given posting date. In dem When-Teil ist letztendlich werden natürlich diese Werte dynamisch jetzt mitgegeben, also nicht mehr hart kodiert, sondern dynamisch. Und die Methode calculate periods wird aufgerufen. Und im Send-Teil geht es dann darum, das erwartete Ergebnis, also hier, das ist der Strich 1, das erwartete Ergebnis aus dem Testdatencontainer wieder zu ermitteln, also alles, was damit Send stand. Die Actual Values, also die echten Werte, die von meiner Klasse zurückkommen, zu ermitteln. Und dann wird einfach verglichen. Hier unten mit der Assert Equals Methode ist das aktuelle Ergebnis mit dem Expected Ergebnis, stimmt es überein? Wenn ja, ist alles gut. Wenn nein, kommt eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung haben wir da oben noch zusammengebaut. Und hier mit dem Quit gleich No sorgen wir dafür, dass er mit den nächsten Equals weitermacht. Ansonsten würde er hier oben schon aussteigen. Und er würde auch die ganzen anderen Tests nicht weitermachen. Das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn ich das nicht mache. Ne? Also er würde dann mit dem Unit-Test aussteigen. Wir wollen aber ja alles, was in dem Testdatencontainer drin steht, testen. Machen wir noch ein Beispiel, und zwar die Abgrenzungsbuchungen. Schauen wir uns auch hier nochmal den Testdatencontainer an. Also da geht es jetzt darum, den tatsächlichen Beleg, der gebucht werden soll. Also ein FI-Beleg soll gebucht werden. Abzuprüfen, wird denn das alles richtig zusammengebaut. Es wird natürlich nicht auf der Datenbank, was heißt natürlich, es wird nicht auf der Datenbank gebucht. Kurz vor dem Aufruf der Buchung holen wir uns quasi das Ergebnis und gucken nach, ist es so, wie wir es erwarten. Und da will ich nochmal zwei Punkte rausgreifen. Einmal, unsere Annahme war hier erstmal, es ist eine Rechnung über 1200 Euro, die genau für 12 Monate, in 12 Monatshäppchen abgerechnet werden soll. Und unser erwartetes Ergebnis ist, dass wir eine Abgrenzung für 11 Monate machen und dementsprechend auch 1100 Euro, ne? Also 1200 durch 12 habe ich 100 pro Monat, mal 11 wiederum bin ich bei den 1100. Ist natürlich bei solchen Beträgen
leicht im Kopf rechenbar. In der Regel haben wir es mit ungeraden Beträgen zu tun, wo auch noch so etwas wie Rundungsdifferenzen dann dabei sein könnten. Bei dem Punkt 3 hier unten sehen wir dann das erwartete Ergebnis, also SEN. So soll meine BSEC nachher aussehen, sozusagen. Ja. In der BSEC würde dann drinstehen, dass wir eben 1100 Euro als Betrag erwarten, wenn ich in der Rechnung 1200 habe und das hier in dem Text, muss ich ein bisschen zur Seite gehen, März 22 bis Januar 23 drinsteht. So, und jetzt kann ich programmieren. Der Unit-Test läuft natürlich immer auf Fehler erstmal, solange ich das nicht richtig implementiert habe. Aber ich habe ein ganz klares Ziel vor Augen. Ich will diesen Unit-Test grün bringen. Und das bringe ich auf die Art und Weise ganz gut hin. Und vor allem, wenn sich jetzt hier irgendwas ändert, also nehmen wir mal nochmal das Beispiel mit dem Punkt oder dem Slash. Wenn jetzt der Fachbereich lieber ein Slash hier hätte, was mache ich? Ich gehe zuerst in den Testdatencontainer rein, ändere hier, ich mache statt dem Punkt einen Slash, lasse meinen Unit-Test laufen, freue mich sogar, dass er rot wird, weil ich weiß jetzt, was mein Ziel ist. Und dann muss ich mir natürlich die Methode suchen. In der Regel, hier ist es wahrscheinlich Concatenate, den Concatenate-Befehl suchen. Kann ich mich gleich mal selber testen, ob ich das leicht finde, diese Stelle, oder ob ich irgendwo, keine Ahnung, wie suchen muss. So Stichwort Clean Code und sprechende Namen. Und muss dort halt dann auch den Slash reinprogrammieren letztendlich. Also ich habe immer ein Ziel vor Augen. Und wenn dann der Test grün ist, dann gibt es einem auch irgendwie ein gutes Gefühl. Vor allem, ich kann jetzt auch nach einem Jahr noch sehen, was haben wir denn damals, welche Annahmen haben wir getroffen? Weil es ist hier dokumentiert. So, kommen wir mal zu dem Tipp. Ich nenne es jetzt mal Alarmanlage, die Jobüberwachung. Es gibt ein Programm von SAP, oben steht der Name, das man einplanen kann als Job. So haben wir es gemacht. Man gibt oben Pakete an, die er prüfen soll. Man gibt eine E-Mail-Adresse an. Fehler nur Mail nur im Fehlerfall oder halt nicht. Das kann man sich auswählen. Und dann wird, falls es einen Fehler gibt, tatsächlich eine Mail über SAP Connect natürlich verschickt. Bei uns landet es dann natürlich im Outlook und wir sehen, aha, da hat jemand irgendwie einen Fehler gemacht. Ja, dem Ganzen müssen wir mal nachgehen. Also wir kriegen einen wirklich aktiv Informationen, wenn unsere Unit-Tests nicht mal laufen. Das Ganze sieht so aus. Wir haben halt den Job definiert über die Job-Einstellungen, der die ganzen Unit-Tests laufen lässt. Das ist da, wo der Pfeil hinzeigt. Darüber hinaus machen wir noch Syntax-Check über den ATC, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir mal zum Fazit langsam. Was sind jetzt so die Key Takeaways? Also ich würde sagen, Testen auf Entwicklungssystemen ist sehr wichtig. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, ich habe aber keine Testdaten. Nein, die Ausrede zählt nicht. Ihr könnt euch behelfen und die Mittel, euch dazu behelfen, werden immer besser. Und erinnert euch nochmal an das Schattenboxen. Programmierung und Debuggen gehören zusammen. Also ich muss jede Zeile Code mindestens einmal gedebuggt haben, um zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Weil manche Dinge funktionieren nur zufällig und ich habe einen Variablennamen vertauscht, aber der Testfall deckt es nicht auf. Im Debugger kann ich es vielleicht erkennen, dass es eigentlich nicht passt. Nummer 2, eine Frage der Einstellung. Testen muss von vornherein berücksichtigt werden. Also stellt euch die Frage, wie kann ich als Entwickler meine Anwendung testen? Wie kann ich Teilfunktionen testen? Und das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, glaube ich. Aber man muss sich damit beschäftigen, Erfahrungen sammeln und eben auch Erfolgserlebnisse haben, logischerweise. Und Nummer 3, Testdaten in Testdatencontainern können flexibel erweitert werden. Also stellt euch vor, ihr habt eine Tabelle, wo schon 5 Einträge drin sind. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder könnt ihr den selber ändern, also wenn es euer eigener ist, dann macht er die Variante 6. Durch Kopieren geht es ganz einfach und ihr erstellt neue Daten. Ich kann die Daten auch ganz einfach eingeben. Also da gibt es keine Plausi-Prüfung, ob der Wert, den ich da eingebe, korrekt ist. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, so Stichwort führende Nullen und so. Aber man ist sehr flexibel. Und alles, was ich hier tue, ist auch eine Art Dokumentation. Und zum Beispiel die Testdatencontainer, die wir ausliefern, die könnt ihr euch kopieren und damit rumspielen. So, und dann bin ich wieder am Anfang des Vortrags.
Mir hat es damals ein bisschen Angst gemacht. Mittlerweile geht es nicht mehr anders. Testen Sie Ihre Software, sonst tun es Ihre Anwender. So, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frank. Das war natürlich eigentlich perfekt. 12:14 Uhr sehe ich auf meiner Uhr. Perfekte Punktlandung. Und jetzt haben wir, glaube ich, drei Vorträge zum Thema Unit-Tests gehört. Ich glaube, wir haben in allen drei Vorträgen die ganzen Vorbehalte irgendwo entkräften können, finde ich. Also mittlerweile gibt es wirklich eigentlich keine Ausrede mehr aus meiner Sicht, um nicht zu testen oder keine Unit-Tests zu verwenden. Und ich selber kann auch zum Beispiel nur bestätigen, dass Debuggen, dass das essentiell ist und dazugehört. Und ich schaue auch schon während der Entwicklung, oder wir schauen alle während der Entwicklung, dass man es gut debuggen kann, dass man es gut Unit-testen kann. Man kann schon während der Entwicklung viel machen in der Richtung. Ich finde, das war jetzt ein super Bogen und das hat einen super Abschluss geliefert. Vielen Dank einmal nochmal, Frank, dafür. Dankeschön.